Gut, wir hätten auch am Samstag nach Oranienbaum zum 14. Orangenfest fahren können, haben uns dann aber für den Sonntag entschieden. Auch an diesem Tag war das Wetter eher bescheiden, dennoch kamen einige Schaulustige, um dem Orangenfest ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Doch was ist eigentlich das Orangenfest? Ja, Orangenfest hier in Oranienbaum, ein traditionelles Stadtfest. Sagt schon der Name Orange, Henriette Katharina von Oranien. In dem Sinne sind wir eigentlich auch diejenigen, die das Symbol weitertragen. Orange, heute sieht man noch wenig davon. Wir haben zwar gestern kräftig mit dem Verein mit Luftballons geschmückt, also die Orange nachgebildet in Form des Luftballons und gestern auch Besuch des Fürstenpaars gehabt. Und das ist somit eine reine Tradition hier schon in den letzten 14 Jahren, dass wir das Orangenfest jährlich in Mai sozusagen begehen. Samstag schon begann das Fest, das aber geprägt von Kälte und Nässe weniger Gäste anlockte als sonst. Und weil es so kalt war, wuchsen auch keine Orangen. So musste man improvisieren und eben selbst gebastelte Tropenfrüchte präsentieren. Präsentiert haben sich aber auch zahlreiche Mitwirkende, die sich eingebracht haben, um das Fest wieder zu einem tollen Stadtevent werden zu lassen. Ja, organisiert wird dieses Fest von den Vereinen des Ortes, von einem, professionellen Eventmanager, dem MöPR. Und die Teilnahme ist letztendlich auch die Grundschulen, Kindereinrichtungen, also das wird alles komplett von denen mit unterstützt. Und Ausdruck geben die auch letztendlich in dem Ganzen des Umzuges, was wir ja auch am Samstag immer haben zur Eröffnung. Und da ist ja letztendlich gestern ungefähr eine Beteiligung von ca. 300 Personen gewesen und in 12 verschiedenen Bildern auch. Und das ist eigentlich das, was auch immer dann die Leute herbringt, wo auch die Oma dann zuguckt, wie ihr Enkelchen mitläuft von der Schule. Nun, im nächsten Jahr, dann ist die 15. Auflage geplant, werden wir vielleicht am Samstag vorbeischauen, um auch den Festumzug mit der Kamera zu begleiten. Das komplette Programm von RAN 1, Ihrem Heimatsender mit Reichweite, sehen Sie täglich über Satellit, im Kabel, über Antenne